In diesem Video zeige ich euch die sogenannten Klammer-Punkt-Strichrechnungen, die nach den Einfärbungen Klapustri-Rechnungen genannt werden. Definieren wir den Begriff Klapustri. Bei einer Berechnung mit der Klapustri-Regel werden die Rechenvorgänge nicht nacheinander durchgeführt, also nicht von links nach rechts, sondern nach Rechnungsarten geordnet. Klapustri ist die Abkürzung für Klammer, das ist das Klar, Punkt und Strich. Ich werde gleich erläutern, was man unter den Begriffen Klammer, Punkt und Strich zu verstehen hat. Wichtig ist jetzt einmal die Reihenfolge nach Rechnungsarten geordnet. Klammer, Punkt und Strich. Damit sind wir bei den Vorrangregeln und das werde ich jetzt hier auch benutzen, um die drei Rechenarten näher zu beschreiben. Zuerst kommen die Klammerrechnungen. Also wenn ich eine Klammer vorfinde, dann muss ich zuerst immer diese Rechnung zuerst vorfinden, ganz egal, ob die Klammer am Anfang oder am Schluss der Rechenaufgabe steht. Dann kommen die Punktrechnungen. Die Punktrechnungen haben ihren Namen von den Rechenzeichen. Zu den Punktrechnungen gehört mal und dividiert. Also die Punktrechnungen mache ich dann immer an zweiter Stelle. Und erst ganz am Schluss kommen die sogenannten Strichrechnungen. Auch die Strichrechnungen haben die Namen von ihren Rechenzeichen. Und zwar Plus und Minus. Das ist das Wichtigste bei der Klapustri, die Reihenfolge einzuhalten. Erstens die Klammerrechnungen, zweitens die Punktrechnungen und drittens die Strichrechnungen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt an einem Beispiel an. Folgendes Beispiel: 8 minus 2 mal Klammer, 15 minus 12. Klammer zu ist gleich. Und wie gesagt, ich darf hier nicht von links nach rechts beginnen, sondern ich muss die Rechnungsarten, die wir oben angeführt haben, der Reihenfolge nach durchführen. Und die erste Rechnung, die ich hier durchführe, sind die Klammerrechnungen. Wir haben eine Klammer hier, 15 minus 12, das rechne ich aus, lasse aber die Klammer stehen. Das gibt 3. Wenn ich das gelöst habe, multipliziere ich in einem zweiten Schritt, dann kommt eben die Punktrechnung. Ich habe hier ein Minus und hier ein Mal. Ich wähle die Punktrechnung. Minus 2 mal plus 3 ergibt minus 6. Dann, damit habe ich den zweiten Schritt erledigt. Ich habe die Punktrechnung durchgeführt. Und erst im dritten Schritt kommt die Strichrechnung. 8 minus 6 ergibt 2. Und das ist dann das Ergebnis dieser Rechenaufgabe. Hier noch einmal im Überblick. Als ersten Teil rechnen wir die Klammer aus, die Klar. Als zweites den Punkt, die Pu. Und als drittes den Strich. Und diese Reihenfolge muss unbedingt eingehalten werden, sonst ist das Ergebnis falsch. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein bisschen weitergeholfen. Das waren die Rechenregeln zu Klapustri-Rechnungen. Bis bald bei einer neuen Aufgabenstellung.